Okay, jetzt weiter geht's mit Kingdom Hearts. Ach man, oh man, oh man. So. Erstmal alles zerstören, was mir in die Quere kommt. Okay, ich komme da rein. Mit den Typen will ich jetzt noch nicht reden. Boah, ich bin immer noch erschöpft von dieser... okay, weiter. Ich bin noch etwas erschöpft von Garner-Kack-Ding da. Das war schon irgendwie anstrengend. Ganze zu kämpfen. So, so und so. So. Ja. Was habe ich denn gemacht, dass er das sagt? Jetzt höre ich das Telefon. So, so und so. Elixier. Das wollte ich eigentlich nicht. Na ja. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch alles hier holen. Eigentlich müssten hier Gegner kommen. So, so. Eiswalze. Okay. Dann hier rein. Holen wir erstmal alle Kisten hier. Glückspilz. Ach, deswegen mag ich Agrabah nicht, wegen diesen Alibabas. Da waren wir schon. Okay, das haben wir dann auch. Mehrere Wege. Warte mal. Dann hier. Wenn im Hintergrund irgendwie Musik hört, hier hat also meine Eltern hören Musik gerade. Ich glaube deswegen, es wird nie zu einem stillen Moment kommen, sonst hört man die Musik. Oder ich schneide es einfach raus. Ach, ich schneide es einfach raus, was für ein Problem habe ich denn? Ja, ist klar. Haben wir das auch? Komm. Ach, Spiel. Jetzt verbinden wir die auch mal. Ja, ja, aha.
bist du da ganz oben? Okay, dann haben wir das auch erledigt. Gibt es noch irgendwas anderes? Nein. Status Matrix. Ich hoffe wirklich, dass ihr nicht die Musik hört. Ich hoffe, das endständig. So. Da habe ich noch nichts Neues. Die Gegner sind wieder da, oder? Hat mir das schon gedacht. Gerade so gerade ändern muss ich das noch einstellen. Warte mal. Den Weg. Was mache ich da immer? So. So, okay. Gehe ich mal hier rein, hole ich mir das hier. Magnet. Das war nicht geplant, aber naja. Jetzt mal fusionieren. Ist Fusion. Nicht das Tor angreifen. Eisresistenz. Heiltrank. Ich hoffe wirklich, dass ihr nicht die Musik hört. Luftrache. Drücke A, um einen Angriff in der Luft blitzschnell zu kontern. Gut, gut, gut. Und du? Hey du! Weißt du, warum es hier so hell leer ist? Komische Blöcke, seltsame Monster. Such dir einen Grund aus. Ich war in einer Höhle außerhalb der Stadt. Als ich zurückkam, bin ich direkt hier zum Plasgeid, weil ich mir Sorgen um meine Freundin gemacht habe. Aber hey, was ist mit dir? Hast du keine Angst alleine hier draußen? Ich doch nicht. Hey, hey, nichts für ungut. Okay. Übrigens, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hast du kurz Zeit? Klar, worum geht's? Ich bin auf der Suche nach einer Freundin. Sie heißt Jasmin und bedeutet mir sehr viel. Ich mache mir große Sorgen, weil ich sie nirgendwo finden kann. Ich werde die Gegend um den Platz absuchen. Könntest du vielleicht in den anderen Stadtteilen nachsehen? Klar, das passt eigentlich ganz gut. Ich suche nämlich auch jemanden. Danke, du bist wie eine Riesenhilfe. Ich heiße übrigens Aladdin. Und ich so. Okay, Aladdin, wenn ich sie finden sollte, sage ich dir Bescheid. Wen suchst du denn? Hä, wen sucht er denn? Ach so, den Bug sucht er. Sie ist hier. Heiraten? Dich? Das werde ich auf keinen Fall tun. Das kam also, ich glaube, von da drüben. Jetzt. Das solltest du doch noch einmal überdenken, meine Liebe. Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir ein Leid geschehe. Wie oft muss ich das doch noch sagen, Jafar? Lieber sterbe ich, als dich zu heiraten. Vater, das lässt sich arrangieren. Lass ihn in Ruhe. Wer bist du? Ich heiße Sora. Bist du Jasmin? Aladdin hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Aladdin? Du steckst mit diesem Strauchdieb unter einer Decke? Dann werde ich euch gemeinsam vernichten. Lauf weg, Jasmin. Ich bringe diesen Typen Manieren bei. Wie du meinst. Ja.
Noch gar nicht. Ich habe ihn mal bisher einmal getroffen. Was sagst du nun? Noch ist nicht alle Tage Abend. Danke, Sora. Was für dieser Typ von dir? Nun, weißt du, er will meinen Körper. Ein Unding, dabei lief doch alles nach Plan. Diese Junge ist eine Plage. Okay, Problem, mein Guter. Oh nein. Wenn du mich nett bittest, helfe ich dir vielleicht. In was für einem Ton sprichst du mit diese Lampe? Sie ist es, die Lampe, die einen Wunsch erfüllt. Nicht ganz. Ich habe die Anomalien dieser Welt benutzt, um eine Replizit, Kopie anzufertigen. Eine Kopie? Wie das? Doch genug der Worte, gib sie mir sofort. So ein Gieriger. Ihr bist nicht gerade geduldig, was? Aber ich will ja nicht so sein. Behalte sie. Und tauche diese Welt schön brav in Dunkeln. Alle meine Wünsche werden sich erfüllen. Alle! Höre mich, Lampengeist. Erhöre den ersten Wunsch des erhabenen Jafar. Gib mir die Kraft, jeglichen Widerstand zu brechen. Ja, ja! Was passiert jetzt? Wow, du bist eine echte Prinzessin? Und wer ist dieser Jafar? Der Großvisier dieses Reichs. Doch er führt nichts Gutes im Schilde. Ich habe mit Vater und seinem Vertrauen gesprochen. Aber Jafar wird respektiert und niemand hat mir geglaubt. Was ist eigentlich los mit der Stadt? Ich weiß auch nicht. Ganz plötzlich sind überall diese Blöcke aufgetaucht. Das kam Jafar anscheinend sehr gelegen. In den Wirren des Chaos hat er versucht, mich zu seiner Frau zu machen. Weiß Aladdin davon? Ich hätte ihm ja gerne davon erzählt, wenn er hier gewesen wäre, aber Moment. Woher kennst du Aladdin eigentlich? Ich habe gerade vom Palast getroffen. Er meinte, er wäre in einer Höhle gewesen oder so. Dann ist er also wieder zurück. Ich bin ja so froh, dass es ihm gut geht. Ja, er schien ziemlich besorgt um dich. Warum gehen wir nicht direkt zu ihm? Gerne. Wie finde Aladdin? Ich weiß sowieso, wo er ist. Neue Gegnersorte? Also neue Gegnerformation meine ich. Irgendwie komisch, das ist gar nicht schlecht, obwohl das so viele Gegner sind. Okay, fertig. Herr, wo ist der denn? Achso, ich weiß, wo er ist. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist er da vorne. Da ist er ja. Aber erstmal mit dem hier reden. Ja. Diese Geister hat sich jeder Teil. Erzählen Sie mir einmal um. Aber du gönnst dir doch bestimmt gerne was, oder? Was hast du denn so verkaufen, kleiner Mann? Irgendwas Neues, irgendwas Tolles. Nee. Okay. Wow, gerade knapp bei Kasse, was? Halt die Fresse. Jasmin, du bist wohl auf. Ja, und du auch, Aladdin. Ich wünsche, das treffe auch auf die Stadt zu. Sei unbesorgt, ich habe die Lösung für alle unsere Probleme. In einer Höhle in der Wüste bin ich auf etwas Unglaubliches gestoßen. Jafars Tage sind gezählt. Das werden wir sehen. Jafar! Lass mich los! Jasmin! Dieses Agrabah in meinen Händen. Mit der Prinzessin zur Frau werde ich dieses Reich als neuer Sultan regieren. Niemals! Die Lampe hat mir eine ganz spezielle Kraft verliehen. Niemand kann mir mehr trotzen. Die Lampe? Woher hast du? Leider will eine Hochzeit wohl geplant sein. Doch ich sorge dafür, dass ihr in der Zwischenzeit nicht von ihr verschwinden könnt. Oh! Hä? Oh nein! Ich glaube, er ist entkommen. Schnell, Aladdin, wir müssen hinterher. Aladdin? Was geht hier vor? Er ist wie erstarrt, als wäre die Zeit für ihn stehen geblieben. Das ist nicht ganz... Jafar hat die Stadt mit einem Zauber belegt. Diagnose? Nun, also,
Du liebe Güte, er hat die Zeit in der Stadt angehalten, damit ihr nicht fliehen könnt. Und warum kann ich mich dann noch bewegen? Du bist resistent gegen Anomalien, deswegen hat dich der Zauber nicht direkt getroffen. Doch das bleibt nicht ewig so. In ein paar Minuten erstarrst du auch. Wirklich? Heißt das, ich muss fliehen? Aber was wird aus Aladdin? Jafar ist wirklich unbewässerlich. Sofort musste er sein neues Spielzeug ausprobieren. Naja, wenigstens hat er mir von dem Zauber geschützt. Jetzt kann ich ihn wieder hier und tun, was ich will. Also, wir vertreiben mir die Zeit. Bei einem Schnabel? Ist das also, was ich denke? Hä? Hey, diese Lampe. Sie hat eine andere Form, aber ähnelt ziemlich der von Jafar. Hey? Papagei-Jagd? Pech, kleiner, der gehört mir. Jafar hat mir zwar nichts verraten, aber bestimmt kann man mit der Lampe Play viele lustige Dinge machen. Aha, dieses Beginn meiner Ära. Verflixt. Sora, hol dir die Lampe zurück. In ihr befindet sich jemand, der dir ein guter Freund sein wird. Da ist jemand drin? Also gut, wenn du es sagst. Aber sieh dich vor, dir bleibt nicht viel mehr Zeit. Finde die Lampe, bevor es zu spät ist. Ist gut, ich beeile mich. Ich hoffe, ihr habt die Musik gehört im Hintergrund. Such die Stadt nach Jago ab und reiß ihm die Lampe, bevor seine Zeit ab... Deine Zeit, ja. Ach so, okay. Kriege ich auch einen Tipp, wo das ist? Ich weiß nur, dass er irgendwo hier war am Anfang. Sag ich doch. Gib sofort die Lampe zurück. Warum? Ist sie etwa wertvoll? Dann gebe ich sie erst gar nicht recht. Volle Kraft voraus. Dieser Bengel. Der macht also mehr, und ich hätte schon Jago in Verdacht. Nun egal, es gibt kein Entkommen. Mein Phantom wird sich um ihn kümmern. Ich habe schließlich Besseres zu tun. Ein Reich will unterworfen werden. Boah, jetzt habe ich noch Konkurrenz, oder was? Okay. Wo ist der verfickte Papagei? Der müsste irgendwo da hinten sein. Hier müsste er sein. Hier ist er nicht. Sonst würde er angezeigt sein. Er muss in der Mitte sein. Ja, Phantom. Was machst du da ganz oben, Mann? Okay, wo ist das? Was hat er Zeit für mich? Du Hund! Ein weiterer von Jafars Tricks? Pass auf, Sora. Wenn Jafar Phantom dich berührt, verlierst du Zeit. Bring dich vor ihm in Sicherheit. Verstanden, danke, Miki. Ja, lass mich mit dem Papa. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Dreckiger Bastard von einem Wichser. Hoch kommst du nicht, Bastard. Schäm mal dein Leben, komm mal runter. Wo ist er denn jetzt? Ach, Spiel. Warte, jetzt müsste er irgendwo da sein. Meine verfickte Zeit geht ab.